War das nur ein Traum? Ich glaube, ich habe wirklich nur geträumt. Und damit erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Neverending Nightmares. Genau, das Spiel ist heute rausgekommen. Ich werde es auch so gleich spielen. Ich freue mich eigentlich schon so ziemlich darauf. Ich habe das schon als Let's Test probiert. Oder zumindest die Demo ist, glaube ich, auch auf diesem Kanal. Ja, doch, auf diesem Kanal zu finden. Mein Name ist Echo, für die Leute, die mich noch nicht kennen. Und ja, dann wollen wir doch mal starten. Und wie man hier sehen kann, das Bild links, das ist ja, ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich schon in der ersten, ja nicht in der ersten Folge, aber in der Demo auch schon angemerkt. Die ganzen Bilder hier sehen alle komisch aus. Vorne ein kleines Mädchen und hinten sieht das aus, als würde jemand stehen. Ist es der Slenderman? Ich habe keine Ahnung. So, die Steuerung ist leicht verändert. Man kann jetzt auch laufen. Ich habe vorhin natürlich schon mal ein bisschen rumprobiert. Ich muss ja gucken, ob das mit der Aufnahme klappt. Hab mich jetzt aber groß noch nicht gespoilert. Ich bin bloß hier so ein bisschen rumgerannt. Und das sieht schon mal anders aus als in der Demo. Ich beginne es zu lassen. Ich bin gespannt, was mich erwarten wird. Also diese... Ich würde sagen, was war das für ein Geräusch? Ich muss sagen, ich habe auch so ein bisschen Bammel vor diesem Spiel. Also, ja. Es ist halt ein... Ja, Horror-Adventure oder irgendwie sowas. Die Bilder, die sind echt krass. Ich finde aber auch den Grafikstil im Allgemeinen, finde ich, richtig super. Also wirklich absolute Bomber. Da oben rechts das Bild, da hängt erstmal einer. Da hat eine liebe Gott ein Lasso eingefangen. Jiha! So in etwa. Und die Spiele auch diesmal, glaube ich, mit Controller. Mit einem Controller. Das habe ich in der Demo, glaube ich, noch mit Tastatur gespielt. Volle Unterstützung des Controllers, des 360-Controllers. Das Spiel ist sogar auf Deutsch. Also deutsche Untertitel in dem Fall. Und bis hierhin habe ich in etwa gespielt. Ja, bis hierhin habe ich gespielt. Ich wollte gerade sagen, hey... Aber ich konnte mich jetzt nicht so erschrecken. Vorhin, wo ich das, wie gesagt, kurz angetestet habe wegen der Aufnahme, da bin ich zusammengezuckt, weil das Bild runtergefallen ist. Ja, das ist ein Traum, ist das. So, aber ich habe mir das Bild nicht angeguckt, weil ich denke mal, alles, was so leicht farblich markiert ist, wie die Türen, beziehungsweise der Türknauf und die Bilder, die kann man sich bestimmt angucken. Okay. Alter. Alter, was? Die starren mich... Die durchlöchern mich förmlich, ey. Okay. Die Familie. Jetzt ist natürlich die Frage, warte mal, wir sind blond. Wir könnten also der kleine Junge da sein. Links der Vater, oben rechts die Mutter, unten rechts könnte die Schwester sein. Ist es vielleicht sogar die, die wir am Anfang gesehen haben? Ich weiß es nicht. Schreit mir doch erstmal durch die nächste Tür. Und ich habe immer mehr Bammel, muss ich sagen. Hey, das Bild links. Oh, das erinnert mich sehr stark an... Ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht das Buch Der Struwwelpeter? Da gibt es ja so mehrere Geschichten. Und da gibt es eine Geschichte, die heißt irgendwie, ich glaube sogar die Geschichte vom fliegenden Robert. Das Bild erinnert mich jetzt gerade sehr stark daran. Wenn ich das nicht vergessen sollte, werde ich mal ein Bild einbauen. Ungefähr jetzt. So. Guckt es euch an, guckt auf das Bild oben, guckt euch das Bild unten, ich glaube unten links werde ich das hinmachen. Und zack, weg ist es wieder. Also ich finde, das hat eine gewisse Ähnlichkeit. Zumindest hat das mich gerade daran erinnert. Okay, ist hier noch ein Bild? Das fällt nicht runter. Oh, die Grafikeffekte, die haben sich doch leicht verbessert, im Gegensatz zu der Demo. Sollte auch so sein. Dann schauen wir uns mal das Bild an. Hm. Ja, der säuft halt und so, ne? Alter, was ist denn das da oben rechts? Was ist denn das? Das ist schon ziemlich makaber, das Spiel. Irgendwo jetzt schon. Und der Entwickler, also wir spielen ja die Figur, ist, glaube ich, Thomas, glaube ich. Und wir spielen... Was war das? Jedenfalls ist der Spieleentwickler, jetzt habe ich gerade den Namen nicht im Kopf,
Der hat dieses Spiel heraus aus einer, ja, man könnte sagen Depression, also der war in einer tiefen Depression, warum weiß ich jetzt nicht genau. Und dieses Spiel spiegelt praktisch seine Seele wieder, also irgendwie sein, so wie er gewisse Dinge wahrnimmt, was für eine Tortur er erlebt hat. Und gerade deswegen finde ich das Spiel eigentlich so faszinierend. Und was haben wir hier? Inveniatur manus tua omnibus, das ist, glaube ich, Latein. Ich hatte kein Latein. Wir können jetzt hier aber nichts machen. Nur wieder raus, okay. Dann würde ich mal raussprinten. Übrigens, die Luft kann einem auch ausgehen. Also, wenn man zu lange läuft, dann stellt er sich sogar hin und... Vielleicht werden wir das sogar noch öfters sehen. Alter, was sind das für Bilder? Wer hängt sich sowas hin? Und die Tapete erst, das ist ein Schädel. Habe ich jetzt Hallos oder steht da rechts einer? Ich glaube, da steht wirklich einer, oder? Alter, jetzt habe ich... Ich habe gerade so eine Gänsehaut. Boah. Alter. Wenn ich mich nähere? Okay. Warte mal gucken, ob jemand ist. Hallo? Hallo? Nichts? Boah. Irgend so ein Soldat da rechts, aber hier können wir nichts weiter tun. Also gehe ich einfach mal durch diese Tür. Alter, habe ich gerade Gänsehaut, ey. Boah. Also ganz ehrlich, wenn ihr schon Fenster sind, ja, dann wird dir gleich irgendwas passieren. Irgendwer wird vorbeilaufen oder irgendwie sowas, ein Schatten oder so. Irgendwie sowas wird da schon Sinn. 100 Pro. Alter, ich will nicht weitergehen, ich habe jetzt schon Angst. Komm schon, Echo, Mensch. So schlimm ist das jetzt auch nicht. Ja. Ein Vogel. Ist gegen die Wand, gegen die Scheibe geklatscht. Hier kann man sich scheinbar nichts angucken. Alter! Es geht hier echt gut los hier. Huch! Hier sind wir also im Speisesaal. Und Platz für sehr viele Leute. Kommt noch jemand zu Besuch? Warum steht das Essen noch hier? Fragen über Fragen. Doch keiner wird uns die Antwort sagen. Das war ich mit meinen Jedi-Kräften. Alter. Was ist denn hier los? Da wurde jemand ordentlich durch die Mangel genommen. Er wurde durch ein... Fleischwolf, Alter. Oben links. Ah, man kann sich das angucken. Okay, alles, was wirklich so farbig ist in diesem Spiel oder farblich dargestellt wird, kann man sich anscheinend angucken. Oh Mann. Das kann ich mir nicht angucken. Die Küche. Ach du heiliger Bimbam, wir kommen auch raus? Oh Mann. Was? Was war das denn jetzt? War das gerade eine Stimme, die Help Me gesagt hat, oder? Hier ist ein Loch, aber... Alter, die Bäume, das sieht aus wie Finger, die Äste da, links und rechts. Oh Mann. Na toll, jetzt kommen wir auch noch auf den Friedhof. Das ist ja ein Traum, ist das. Hier ist noch ein Loch. Ist das ein Baumstumpf oder sowas? Ich kann das gar nicht richtig erkennen. Alexander Bruce, 1765 bis 1821. Ach, hier liegen noch ein paar Leute mehr. Justin L.P. Frühling. Soll das Frühling heißen? Sean Robert Conn. Was steht da oben? Heza Al-Kabi. Sind das vielleicht die ganzen... Sind das die Entwickler selber? Also die Namen? Was? Was?
James P. Capps, J. and M. E. Grabowski, okay, Kevin Clark, Carl Spang, Lloyd Fitzroy Smith, Mocha White, echt jetzt, Mr. D. Winter and his Emily N., Larissa Buck, und da ist ein großer Kranz, ich bin gerade nicht auf den Namen gekommen, Kevin A. Smith, Steve Lynn, macht jetzt hier automatisch was? Nee. Thomas Davis, Emmerich Tullio, keine Ahnung, Jordi Escobar, ich kann das gar nicht richtig lesen. Okay, dann schauen wir uns mal diesen Kranz hier an. Wer liegt dort? You're still sleeping? You promised we'd meet for breakfast. Oh. Are you okay? You look upset. I'm sorry. I just had a terrible nightmare. I dreamt you were dead. That's silly. I'm fine. Besides, you always promised you'd take care of your little sister. Well, that was when we were kids. It's still true, isn't it? Yeah. Why don't you try to get back to sleep? I'll wait outside. War das alles nur ein Traum? Mal wieder? Diese Geräusche im Hintergrund sagen eindeutig nein. Oh Mann. Also lebt euch Schwester doch noch. Es war alles nur ein Traum. Und... Ah, okay, das kenne ich jetzt, glaube ich, aus der Demo. Dächte ich. Und man kann es sich diesmal angucken. Zähne. Hier wurden Zähne rausgeholt. Wessen Zähne? Okay. Ich glaube, das wird diese Stelle sein, wo die Demo begonnen hat. Alter, die Bilder! Die Geräusche. Oh Mann, ich beeil mich mal ein bisschen. Da ist wieder das Bild vom fliegenden Robot da links. Robot. Robert. Mhm. Wer zur Hölle ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, als ob sich die Bilder noch verändern werden im Laufe des Spiels. Davon gehe ich irgendwie stark aus. Alter, das Mädchen, das sieht aber auch irgendwie gruselig aus. Die können wir uns, glaube ich, nicht angucken. Da... Hä? Ist jetzt automatisch da reingegangen? Wo kommen wir hier hin? Der dunkle Keller. Echt jetzt? Okay, gehen wir einfach mal. Was? Was? Was war... Alter, was war denn jetzt? Musste das jetzt so sein, oder? Warte mal. Wir sind wieder am Anfang. Ich glaube, wir sind wieder am Anfang. Ja, komm, ich gehe mal ein bisschen langsamer wieder, sonst bist du so schnell aus der Puste, Junge. So, also gehe ich diesmal da nicht runter. Und diese schön verwelkten Blumen hier im Vordergrund, die sehe ich auch erst jetzt. Schön. Einfach nur schön. Ah, und... Ich höre doch hier was. Ich meine mich zu erinnern. Wer aber das Video, die Demo von mir noch nicht gesehen hat, da werde ich jetzt nicht spoilern, was dahinter, glaube ich jedenfalls, ist. Aber ich meine mich auch an diesen komischen Keller zu erinnern. Spielzeugsoldaten.
Ach genau, und da unten, da steht Mutter. Die Mutter. Die Mutter war's. Oh Mann. Ich beeile mich mal so ein ganz kleines bisschen zwischendurch jedenfalls. Puppen. Das Schaukelpferd. Hallo Schaukelpferd, ich mag dich. Tu mir bitte nichts. Alter, diese Puppen. Diese schwarzen Augen. Diese schwarzen, seelenlosen Augen. Personen, Puppen meine ich. Und das ist schon verwirrend. Mal läuft man nach links, mal läuft man nach rechts. Das ist, was? Hier haben wir eine große Tick-Tack. Alter. Nein, ist gar nicht makaber. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Hier haben wir wieder das Bild mit dem kleinen Mädchen und dem Typen im Hintergrund. Slenderman. Und Fenster. Das Licht scheint von draußen. Nein! Holla die Waldfee. Und die Bilder machen es absolut nicht besser, vor allem von diesem Mädchen. Wer auch immer das sein soll, wer auch immer diese ganzen Leute sein sollen. Oh Mann. Das Bild mit dem Schädel hatten wir auch schon mal. Und das da könnte ein Phönix sein, der sich aus der Asche erhebt. Hier haben wir noch ein Bild mit so einem komischen Rahmen. Jetzt eine Rahmensuppe. Hm. Aber der Rahmen ist eher bräunlich, nicht mehr so golden. Und der junge Mann kann nicht genug bekommen, der trinkt erstmal zwei Gläser Wein. Oder Whisky. Oder keine Ahnung. Oder keine Ahnung, was da drin ist. Wieso ändert sich die Musik so extrem? Das sieht aus wie ein Arbeitszimmer. Möpse. Echo bleibt ein bisschen ernsthaft, das ist ein Gruselspiel. Aber ich muss mich doch irgendwie auflockern hier mit den. Alter. Manchmal ist die Steuerung ein bisschen merkwürdig. Was macht eigentlich er hier? Ersticht er gerade jemanden? Bettelt er um Gnade? Hört. Was war das für ein Geräusch? Boah, ich hab's schon so ein ganz kleines bisschen Panik. Geh ich mal. Hm, weg, 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 weg. Nein, da will ich nicht hin. Das ist mir schon viel zu dunkel. Oh Mann, 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 Mann. Ah, ja. Okay. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Jetzt bekommen wir nämlich das Licht. So, jetzt können wir auch in diesen dunklen Raum rein. Ich möchte nicht unbedingt rein, aber wir können da jetzt rein. Und wahrscheinlich dann auch endlich in diesen Keller. Oh Mann. Das sind wir. Was steht da? Oh my god, why have you forsaken me? Ich glaube, da habe ich das letzte Mal auch rumgerätselt, was das heißt. Aber zum Glück gibt es die deutsche Übersetzung. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gute Frage. Meint er jetzt die Schwester? Jetzt hätte ich gedacht, das war ein Fenster, da gucken Vögel rein, aber das ist ein Bild. Ist damit die Schwester gemeint? Warum hat sie uns verlassen? Ich weiß es nicht. Natürlich ist jetzt hier alles dunkel. Alter! Oh, Gewitter! Alter! Oh! Donnerlittchen! Haha, verstanden. Und, Alter! Was war das? War was? Das Bild ändert sich nicht, okay? Hallo? Ich glaube, das ist unsere Schwester. Okay. Was passiert, wenn ich stehen bleibe? Gewitter? Nichts. Okay. Oh. So passiert hier drin irgendetwas? Nein.
Nichts. Okay, den sprinte ich jetzt mal so ein bisschen mit dem Sprinter. Mit dem Sprint-Button. Auch hier sprinte ich mal ein bisschen schneller. Ich höre was, was du nicht hörst. Das ist ein Weinen. Und ich würde es ja auch nicht unbedingt wieder wundern, wenn jetzt hier irgendwie irgendein Schatten wieder vorbeiflitzt. Auf jeden Fall regnet es wirklich definitiv. Man hört es nicht nur, man sieht es auch. Ich habe Angst, man merkt es. Ich erzähle viel. Unnützes Zeug. Jetzt habe ich mich nicht ganz so derbe erschrocken. Mann. So, der Keller. Nee, der war nicht hier. Wo war denn der Keller? Ich beeile mich mal so ein ganz kleines bisschen. So gut es geht. Oh. Bleib mal ruhig, Junge. Dir tut keiner was. Genau, hier war nämlich der Keller. Der Keller. So, jetzt können wir bestimmt hier runter. Wir haben jetzt nämlich die Kerze. Ich gehe zumindest mal stark davon aus. Oh Mann. Was wird hier unten sein? Ein langer, dunkler Gang. Ich würde es jetzt nicht wundern... Da steht etwas. Wenn jetzt etwas von hinten angreifen würde. Eine Axt. Ach so, bestimmt für die Holztür, okay. Oder zumindest nicht die Holztür, sondern diese Holzbretter, die davor hingen. Und wieso ist die Axt blutig? Was ist hier passiert? Genau, steht die Kerze ab. Hallo? Kerze ist aus. Nicht gut. Alter! Was? Alter, was zur Hölle war das jetzt? Okay, das war also doch wieder ein Albtraum. Ich denke mal, das ganze Spiel wird ein Albtraum, im wahrsten Sinne des Wortes. Was wohl als nächstes passieren wird, meine Freunde, erfahrt es in der nächsten Folge. Dann verabschiede ich mich für diesen Part und sage, haut rein. Schlafwandelt nicht besoffen durch die Gegend herum. Hört sich komisch an, ich weiß. Und tschüssili.